Hallo, gib deiner Seele wieder Platz. Was meine ich damit? Wir haben im Moment Wirtschaftskrise und ich weiß nicht was. In der Öffentlichkeit, in den Medien werden so viele Probleme berichtet. Ich gucke mir das auch jeden Tag an und manchmal kriege ich dann den Impuls, Kontakt mit meiner Seele aufzunehmen, weil da Ruhe ist, weil da Frieden ist. Und weil mir das gut tut, weil mein Körper dann zur Ruhe kommt, mein Geist sich beruhigt und meine Gefühle sich ausgleichen. Ja, wie soll man das denn machen, wenn man mit Verlust und mit Finanzproblemen und mit, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Emotionen konfrontiert ist? Wie soll man denn dann sich eine ruhige Minute nehmen und Kontakt zur Seele aufnehmen? Mach es zwischendurch. Das sind Momente. Das sind Momente, wo du abschaltest, wo du sagst, mach doch, was du willst, Leben. Ich bin jetzt kurz bei mir. Und wenn ich was verliere, dann frage ich mich, was habe ich denn noch? Was macht mich aus? Was bleibt? Was kann mir keiner nehmen? Was ist wichtig für mich? Also dieses, was dir keiner nehmen kann. Deine innere Quelle, deine stille Power, das, was dich im Kern ausmacht. Wenn du da zwischendurch Zugang zu suchst und findest, weil du ernsthaft dran glaubst oder weil du spürst, dass das da ist und dass das etwas ist, was, ja, ich sag mal, unabhängig ist von der Zeit, vom Raum und auch was dein irdisches Leben überbrückt. Also das ist nicht gebunden an gar nichts. Das ist eine Energie und wenn du kurz dich darauf besinnst und wenn du es nur versuchst, weil der Versuch ist schon die halbe Miete, dann kommst du an dieses Friedliche, das will nichts, das hat nichts, das ist nicht geknüpft an irgendwas. Dann kommst du in Kontakt mit dieser Energie, die dich einfach ruhig macht, die dich, ja, zuversichtlich werden lässt, die dir wieder Kraft gibt und die dich optimistisch denken lässt, die deinen Körper, deine Gefühle beruhigt und wo du aufatmen kannst. Und wenn das nur ein Moment ist, und wenn du öfter solche Momente am Tag selber aufsuchst, und das kannst du machen, wenn du in der Straßenbahn sitzt, das ist einfach die Erlaubnis, einfach mal kurz abzuschalten und mal die Welt gut sein zu lassen und dich darauf zu besinnen, was dich im Kern ausmacht. Dann bist du, ich sag mal, ein glücklicher Mensch. Und das gibt dir die Fähigkeit, bei Verlust auch zu sehen, was bleibt. Und das, was bleibt, ist viel wichtiger, viel wertvoller, viel, ja, da steckt viel mehr drin, als das, was dir genommen werden kann. Und ich sag das nicht, weil ich viel meditiere und mich ständig zurückziehe im stillen Kämmerlein. Deswegen sage ich das nicht. Ich bin ein Mensch, ich nehme sehr bewusst wahr, was im Moment passiert und auch was anderen Menschen passiert im Moment und was weltweit mit Menschen passiert, die, ich sag mal, nichts zu essen haben und die im schlimmsten Fall sterben. Das ist mir alles bewusst,
Aber gerade weil mir bewusst ist, dass die Dinge manchmal, ja, ich sag mal, zu groß sind, als dass ich kleines Licht da irgendwas dran rütteln könnte. Genau aus dem Grunde tut das so gut, wenn ich Kontakt zu meiner Seele aufnehme, durchatme und denke, ist okay. Das Leben kann mir gar nichts anhaben. Und selbst wenn meine letzte Minute gekommen ist, dann ist das okay. Also das ist so eine tiefe Zufriedenheit, ein tiefer Frieden, eine tiefe Ruhe, eine tiefe Entspannung, ein Gefühl von sicher geborgen sein. Und das wünsche ich den Menschen in dieser Zeit jetzt, dass die angeschubst werden, sich zu fragen, was bleibt? Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Auf das, was ich verliere, oder auf das, was mich eigentlich ausmacht und was mir ein tiefes Gefühl von Geborgenheit gibt und was mich wieder stark und kräftig macht, um dieses Leben zu leben, um meine Fahne hochzuhalten, um meine Werte zu äußern und um Dinge in Gang zu bringen, wo kein Mensch glaubt, dass das für irgendwas gut ist. Also diese kleine Seele, die hat eine enorme Power. Das ist so eine stille Power. Und schau nach deiner Seele. Die gibt dir reichlich und die macht dich kräftig und die macht dich ruhig und die lässt dich strahlen. In dem Sinne.